So, hallo meine Lieben. Unsere Angie ist wieder da. Sag mal hallo, genau. So, wir machen ja jetzt heute mal die Nägelchen mal wieder neu. Ich lasse euch dabei. Ich wollte ja eigentlich diese Woche ein Livestream machen. Ich werde es aber wahrscheinlich nicht machen und deswegen machen wir jetzt hier diese Premiere. Ich werde das auch als Premiere anzeigen, sag ich mal, bei YouTube. Das heißt, bei Ausstrahlung, dann bin ich dabei, um Fragen zu beantworten, damit wir uns auch unterhalten können. Vielleicht hat Angie auch zu dem Zeitpunkt dann Zeit, sich damit mit reinzugehen, dass wir das so als halben Livestream, sag ich mal, machen. Ich hole jetzt das mit dem Fräser gleich auch erstmal so weit runter. Ich werde euch, ja, ich kann euch ja eigentlich wie beim Livestream eigentlich voll mit dabei lassen, ne? Eigentlich, ja. Und wenn ihr denn was zu sagen habt, dann dürft ihr das jetzt ab jetzt quasi tun. Ich mache jetzt die Staubabsaugung an und hole praktisch jetzt erstmal die alte Farbe, das alte Design runter. So. Neue Design haben wir uns schon was überlegt, was wir machen. Wir werden diesmal eine ganz andere Farbe machen, die zeige ich euch aber nachher und dann auch mit einer Folie einen Schmucknagel machen. Ja, und ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los. Wenn ihr jetzt sonst Fragen habt, dann dürft ihr ab sofort jetzt Fragen stellen. So. Ich benutze jetzt hier auch die neuen Fräser, die ich euch schon vorgestellt hatte von Lavini. Die Long Life Titanbits. Und falls dazu einer Fragen hat. Und für ihre gelben Nägel, Andi, kannst du ja selber erzählen, hast du ja Komplimente gekriegt. Ich habe richtig viele Komplimente gekriegt und auf Arbeit sogar von 6 Männern, man höre und staune. Also auch Männer achten auf Nägel. Ja, man denkt es ja manchmal nicht, ne? Nee, ne? Ja, nun sind die natürlich schon sehr außergewöhnlich auch gewesen, ne? Ja. Sieht man ja auch nicht alle Tage, diese Farben. Deswegen manchmal ist das ganz gut, wenn man mal eine außergewöhnliche Farbe dann auch mal kriegt. Und bei Angies Nägeln, sag ich mal, die kann ja eigentlich fast alles tragen. Also von woher. Hauptsache, es ist immer ein bisschen Glimmer und Glitzer dabei. Diesmal nicht, komm. Aber da haben wir, nee, nicht so, na gut, das Pigment war jetzt drauf. Na gut, das Pigment. Aber das ist für mich schon sehr dezent, das Pigment. Ich hoffe, ihr habt alle Ostern gut verlebt. Euch geht es allen gut. Ihr seid alle gesund. Ich habe mir so ein bisschen Erkältung aufgeschnappt, aber jetzt nichts Dramatisches. Naja, aber bei dem Wetter mit diesem Hin und Her, also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei uns ist also wirklich typisches Aprilwetter. Momentan Schnee, Regen, Sonne. Ja. Wirklich alles ein bisschen durcheinander. Ja. Und da habe ich mir, glaube ich, weil ich neulich auch, habe ich an sich schon erzählt, auf dem Balkon bei mir gesessen habe, alles hergerichtet habe. Natürlich dann ohne Schal, weil das den Tag ja wirklich, wir hatten, glaube ich, über 20 Grad. Ja, ja, na klar, ich bin mit dem Cabrio oben aufgefahren. Ja, stimmt, wollte ich ja gerade, hast du ja erzählt. Und da muss ich mir einen aufgesagt haben. Wir hatten auch den Sonnenschirm schon auf der Terrasse, weil es da oben so warm war. Ja. Also ich muss dazu sagen, wir haben eine Dachterrasse, ich habe eine Dachgeschosswohnung. Also da ist Sauna sowieso inkludiert. Und jetzt bei dem warmen Wetter haben wir also tatsächlich schon den Sonnenschirm aufstellen müssen. Ging nicht anders. Wir hatten 27 Grad. In der Sonne war das richtig warm. Das, ja, wir hatten, weiß ich deswegen nämlich. Ja, 27 Grad im Wohnzimmer, ne? Ehrlich? Ja, ja. Oh Gott. So warm war das jetzt bei mir nicht, aber. 27 Grad? Ehrlich? Ehrlich, ohne Bildchen. Wahnsinn. Also im Wohnzimmer, ne? Nicht draußen, ja, auf der Terrasse. Auf der Terrasse waren es nur 24. Ja.
Im Gegensatz zu jetzt? Ja. Aber da ist halt auch nichts, was irgendwie Schatten spendet. Es ist sehr windig. Und wir haben halt rundum freien Blick. Kein Haus irgendwie, was uns da stört. Ja. Ja, ja. Ja, deswegen habe ich gedacht, bevor ich jetzt mir jetzt hier am laufenden Band nachher wieder die Leitung zusammenbricht. Und deswegen werden wir jetzt dieses Video dann als Premiere machen. Ich hoffe, es ist euch auch recht, aber ich werde, wie gesagt, bei der Veröffentlichung anwesend sein, sodass wir uns auch unterhalten können. Und ihr seid ja trotzdem auch live dabei. Ja, und wenn ich Zeit habe, komme ich natürlich dazu. Ja, ich werde gleich nochmal mit Andi besprechen, wann ich das veröffentliche, dass sie dann ungefähr Bescheid weiß, ne? Ja. Dann könnt ihr euch nämlich auch trotzdem unterhalten, sag ich mal. Das Video kann dann normal ablaufen. Das hat ja eigentlich schon mal ganz gut geklappt. Die habe ich verpasst. Es gab schon mal eine Premiere. Ja. Ich kriege nicht immer alle Benachrichtigungen. Ich kriege auch teilweise von meinen Abonnenten, die Kanäle, die ich jetzt abonniert habe, kriege ich teilweise 3 Tage später erst eine Benachrichtigung. Ich denke, was wollte ich mir jetzt noch eine Karte legen oder irgendwas vom 2. April angucken? Das bringt mir nichts, ne? Ja. Aber ich glaube, die Premieren werden auch, glaube ich, vorher angekündigt. Ich lese da nochmal nach, sodass wir von mir aus so 2-3 Tage ins Land gehen lassen. Ja. Und vielleicht dann wirklich Donnerstagabend müssen wir noch. Ach nee, heute haben wir. Wir haben schon wieder Dienstag, ne? Ja. Mal gucken. Schon wieder? Ja, kennst du Instagram auch nochmal ankündigen, das Video. Ja. Weil viele doch auch bei mir auf Instagram doch häufiger gucken, sag ich mal. Da Bescheid zu sagen, dass die Premiere dann online ist. Ja. Ab dann und dann. Wenn die mit dabei sein wollen. Wollen wir mal schauen. So, jetzt muss ich mal eben hier kurz. Also Geld sieht man ganz schön, ja, wenn das runtergeholt wird. Voll Ich muss jetzt nochmal mit dem. Ich mach zwischendurch einen Schluck Kaffee. Ja. Ne, wir wollen das ja hier gemütlich angehen lassen. Wohl sein. Wohl sein. Ich mach das mal eben so ein bisschen sauber hier. So. Dafür noch mal ein bisschen näher ranholen, darf nur nachher Angie nicht vergessen. So, ich glaube, jetzt seid ihr ein bisschen dichter dran, ne? Angie kann ja von hier aus den Weg schon sehen. In Anführungsstrichen. Ha?
Genau, ich bearbeite die jetzt, die neuen unter euch, nochmal mit meiner Schleifkappe und nochmal die Restfarbe so ein bisschen, ich glaube, ein bisschen kürzen müssen wir anziehen, ne? Ja, unbedingt. Gerade wieder um das, was es rausgemacht ist. Ja, das mache ich gleich nochmal. Ich hole mir erstmal noch ein bisschen Restfarbe so aus den Ecken raus. Und da jetzt muss ich immer unbedingt mit einem scharfen Teresa reingehen. Da bin ich immer, das mache ich lieber mit der Schleifkappe. Aber das sind wirklich immer nur noch so ein paar Farbreste, mehr nicht. Ansonsten hat das ja wirklich alles gut gehalten. Das hat sehr gut gehalten. Ich denke, das sind 5 Wochen näher, ne? Ja, dann zieht sich das gleich mal das, was hinten rausgewachsen ist. Ja. Mal die Spitze ab. So ein bisschen ist man ja sowieso dann auch noch mit der Pfeile hingegangen und so, und dann ist aber auch soweit alles dann runter. Das heißt, wir machen ja jetzt heute eigentlich hier, ja, eigentlich seid ihr bei allem ja dabei. Außer es kommt nachher mal eine total langweilige Stelle, aber... So, dann nehmen wir mal... nicht mal die Intention. So, Brille. Damit ich besser gucken kann. Und dass das jetzt
unserem Naturnagel ist, werde ich mal einen Lüfter ausschalten. Wie hier erfüllt wäre. Obwohl, wir machen das mal ordnungsgemäß für alle Neuen. Machen wir mal die normale Maniküre. Genau. Ja. Sehen, ne? Ja, das ist der Vorteil, wenn man das mit beiden Händen machen kann. Ja. Sind wir wieder beim Thema, ne? Jo. Mein Lieblingsthema. Ich bewundere das so ohne Ende. Ja. Für die Neuen unter euch, ich bin wahrscheinlich eine der wenigen, die mit rechts und links arbeiten können. Ja. Wenn ihr natürlich mit dem Fräser arbeitet, also nur für die Neuen unter euch, was die Naturnagelvorbereitung, Maniküre angeht, natürlich immer ganz vorsichtig. Na? Und ich arbeite deswegen mit dem Fräser immer von der Mitte aus zur Ecke, also hier einmal dann auch an der Seite rum und dann wechsle ich nachher praktisch dann auch die Laufrichtung, so wie jetzt. Ah, nee, den habe ich noch nicht, ne? Nee.
Weil das ist jetzt nur erstmal zum groben Entfernen der unsichtbaren Nagelhaut. Die hintere Haut auch hier ein bisschen hochdrücken, damit ich nachher saubere Ränder arbeiten kann. Und dann wechsle ich die Laufrichtung. Genau. Und dann auch niemals so im steilen Winkel, sondern immer wirklich nur hier am Rand. Dass man hier auch die Ecken nachher schön sauber ausgefräst hat. Vorsichtig natürlich, logischerweise. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Kann man dann auch gleich noch so, wenn man so ein paar Liftings jetzt hier sieht oder was, wo ich jetzt nachher sowieso eigentlich ja nochmal mit der Feile längs gehe, damit die Seitenlinien wieder gerade sind. Aber hier geht es in erster Linie erstmal wirklich nur, ich wende hier keinen Druck oder irgendetwas an. Ansonsten würde ich hier Angie hier schon auf dem Tisch stehen. Das denkt sie, ich würde unterm Tisch treten. Ach so, jetzt weiß ich auch, ja, nee, ist klar. Wir haben wieder geöffnet, ja? Ach, das war die, die hier nicht reinpasst, genau. Das wieder rein. Ja, super, nehme ich dich. Soll ich die andere machen? Also ich wende hier überhaupt keinen Druck an, kann jetzt hier mit der Flamme oder der Spitze, sag ich mal, noch mal so ein ganz bisschen in die Tiefe gehen und hole praktisch denn hier diese Haut noch mal hier so ein bisschen nach oben. Da sehe ich auch, wo noch was in der Ecke sitzt. Und die Zeit, also die Naturnagelvorbereitung, ist eigentlich mit das Wichtigste, sag ich mal. Was man eigentlich, finde ich, und dafür nehme ich mir auch wirklich immer Zeit. Je sauberer sind die Ränder, je weniger Liftings hat man nachher. Nee, warte mal, ich nehme die Laufrichtung mal, ne? Und hier mache ich jetzt quasi, also ich kann das mit rechts sowie mit links. Und dann kann ich nämlich auch schöne, saubere Ränder schaffen hier, ne? Ihr könnt das einigermaßen sehen. Also ich wende hier überhaupt keinen Druck an, sondern das macht der Fräser ja schon von alleine. Und Andi hat jetzt eigentlich nicht die dicke Nagelhaut oder irgendetwas. Das meiste kann ich nachher mit der Kugel im Grunde genommen wegnehmen. Wenn es wirklich mal mehr sein sollte, kann man es mit der Nagelzange oder auch mit der Schere entfernen. Hier ist jetzt so ein bisschen mehr, das kann ich nachher mal versuchen euch. Ich habe ja auch eine Nagelschere da, sonst mache ich es ja immer eigentlich eher mit der Zange. So, andere Hand. Ich mache das ein bisschen zu, genau.
meine, die zieht mich ja schon in die richtige Richtung. Hat du das gemerkt? Ja, das merke ich natürlich. Jetzt, genau, jetzt werde ich wieder rübergezogen. So, und jetzt kommt eigentlich entweder die Kugel oder, wo ist meine Kugel? Entweder eine Nagelzange oder eine Nagelschere. Das kommt ein bisschen wirklich jetzt drauf an, wie ausgeprägt die Nagelhaut ist. Na, so. Warte mal, ich kann euch wieder ein bisschen zurückfahren hier. Na, also entweder so eine Kugel. Ich nehme meistens immer ein bisschen die größere, möglichst fein. Das kommt ein bisschen auf den Typ an. Angie hat eher so... Ja, die normale Nagelhaut. Eigentlich auch jetzt keine fettigen Finger, aber auch nicht extrem trocken, sondern also ihre Nagelhaut ist nicht so extrem ausgeprägt. Da muss man natürlich dann auch immer ein bisschen bei gucken, das ist ganz klar. Wenn das hier praktisch nur so ein ganz klein bisschen ist, so wie hier, mache ich jetzt mit dieser Kugel hier eigentlich nur noch ein bisschen die Haut oben drauf glatt. Man muss natürlich auch hier versuchen, keinen Druck, ne, auszuüben. Je empfindlicher die Nagelhaut ist, je eher reagiert sie natürlich dann auch mit Rötungen. Ne? Bei Angie brauche ich es eigentlich fast gar nicht zu machen, weil sie wirklich nur ganz wenig Nagelhaut eigentlich hat. Ab und zu mal, wie gesagt, bei den Daumen mal eher ein bisschen ausgeprägt. Aber ich könnte jetzt hier aber auch zum Beispiel, ihr könnt das jetzt auf dem Bild nicht sehen, ich sehe es nur mit meiner Lampe, könnte ich natürlich hier mir das auch noch mal ein bisschen hochdrücken und dann eben hier mit der Zange entfernen, wer damit umgehen kann. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es immer sehr scharfe Instrumente sind, oder ich nehme so eine Nagelschere, auch möglich. Also wo sie ein bisschen mehr ausgeprägt ist, ist jetzt hier am Daumen. Da sieht man es dann schon ein bisschen mehr. Aber das ist auch, wie gesagt, jedes Mal ein bisschen unterschiedlich. Dann kann man das Probe schon mal wegnehmen und arbeitet dann praktisch mit der Kugel nur einfach ein bisschen nach. Und wenn dann, sagen wir gerade, weil man ja auch noch eine Modellage vor sich hat, sollte es dann jetzt so sein, dass sie sehr empfindlich ist, dann kann man auch notfalls, dass man jetzt so erstmal das Grobe, Hauptsache die unsichtbare Nagelhaut ist, entfernt, dann kann man lieber nach der Modellage nochmal gucken, ist da noch irgendwo ein kleiner Überstand und kann dann lieber nochmal nacharbeiten, weil man ist ja doch noch am Feilen und Material auftragen. Und dann kann es nämlich passieren, wenn man es am Anfang dann zu doll macht,
dass die Nagelhaut dann hinten entweder wirklich anfängt zu bluten, ne, also ein bisschen empfindlicher reagiert. Angies Handy kenne ich ja nun schon seit Jahren, aber das sind natürlich so ein paar Sachen, wo man natürlich so ein bisschen drauf achten muss. Ne? Hier gehe ich jetzt nochmal persönlich mit der Zange bei. Hier seht ihr, das ist praktisch wieder der Daumen. Aber mit so einer Zange muss man natürlich, die sind natürlich sehr scharf, da muss man natürlich mit umzugehen wissen. Ne? Also für den absoluten Anfänger sind jetzt nicht, die Zangen jetzt nicht unbedingt geeignet, weil die wirklich sauscharf sind. Und da muss man den Umgang schon ein bisschen mit können. Mit der Schere, wenn man sie angewinkelt, also die Schere praktisch so ein bisschen angewinkelt setzen, so dass man wirklich nur diese trockene Haut eben erwischt, dann hat man doch schon etwas mehr Kontrolle und den Rest dann wieder mit der Kugel ganz vorsichtig entfernen, damit ihr da auch nur mal sicher geht. Hier sind auch nur so kleine Mini-Ecken. Und ich bin es auch gewöhnt, mit der Zange zu arbeiten. Alles, was man so ein bisschen gewöhnt ist, ne? Ja. Macht man natürlich so auch weiter. Habe ich natürlich eine extrem ausgeprägte Nagelhaut. Oder das, was oben absteht, sag ich mal, kann ich. Dann schneide ich natürlich auch schon mal mit der Schere, ne? Aber wie gesagt, man soll es auch nicht übertreiben. So. Das haben wir. So, jetzt brauche ich einmal die Nägelchen hier. Jetzt gehe ich hier praktisch in ganz neue Pfeilen. Die habe ich heute alle neu gelegt. Ich habe die Kanten etwas entgradet, sagen wir, obwohl das bei den Wechselfeilen eigentlich nicht das Problem sind. Aber wenn sie noch so ganz neu sind, dann, ja, wisst ihr, glaube ich, was ich meine, ne? Dann feile ich mir den Nagel quasi jetzt so weit zurecht, gehe nochmal unten die Basislinie längs, gucke, dass ich dann meine Nagelform wieder vorne ein bisschen angleiche, Seitenlinien gerade sind. Den hole ich mir wieder ein bisschen hoch hier. Der hat so eine ganz leichte Krallenform bei ihr. Kenne ich immer schon. Nicht steif machen. Locker lassen, mein Schatz. Das kennst du doch auch schon. Ja, ich weiß, du willst denn im. Ich glaube, das kriege ich auch in 10 Jahren nicht hin. So, meinst du? Ja. Ich das so, jetzt auf den, wie ihr seht, wächst hier so ein bisschen nach unten. Das heißt, auch der hat eine leichte Krallenform. Auf den hole ich mir jetzt wieder ein bisschen von unten hoch. Aber wirklich nur gerade die Basislinie längs. Ne? Also nicht hier reingehen, sondern wirklich nur vorne die Spitze hochholen. Basislinie von unten wieder angleichen. So. Ja, trink Kaffee nebenbei. Hast du was zu tun?
Ansonsten macht sie den Alleinunterhalter hier. Bei dem ist es jetzt nicht so extrem, auch mit der Basislinie nicht, der Daumen. So, sollte dafür erstmal reichen. Number 2, auch der hat eine leichte Kralle. Den hole ich mir ein bisschen hoch. Ratzpatz. Wenn man die Nägel nachher kennt, hat man sie auch wieder in ihrer ursprünglichen Form. Bei dem ist es jetzt nicht so ausgeprägt hier. Ganz leichte Mandel, sagen wir das mal so, also keine spitze Mandel, aber kriegt sie eigentlich am liebsten. Ja. Natürlich immer. Wenn sie das mal gerade halten würde, gerade natürlich auch die Hand gucken. Ne, weil wenn die Kunden manchmal die Hände so ein bisschen leicht schräg halten, dann schiebt man manchmal den Nagel in die verkehrte Richtung. Und er soll ja gerade sein, ne? Möglichst. Aber wie gesagt, mit Angie bin ich schon ein eingespieltes Team. Bei der darf ich auch mal ein bisschen rumruckeln. Ja. Wenn sie nicht so spurt. Wie sie soll. Aber dafür kennen wir uns schon zu lange, ne? Wohl wahr. Wenn wir mal von der Seite nochmal angucken, dass hier die Basislinie schön gerade läuft. Ne? Seht ihr ja. Und nicht nach unten praktisch, dass es hier praktisch gerade ist und die Spitze vorne, sondern dass das hier wirklich eine schöne gerade Linie ergibt. Von der anderen Seite kann ich das auch immer noch überprüfen. Hängt noch so ein ganz klein bisschen Gelb dran, aber wie gesagt, ich buffer die sowieso jetzt gleich nochmal über. Und hier nochmal über die Spitze. Und dann kommt der letzte auch schon, der Mohikaner. Ne? Ihr seht jetzt praktisch hier, wenn ich den jetzt gerade halten würde, dass der Nagel hier ein ganz klein wenig runterläuft. Und diese Basislinie mache ich, indem ich die Pfeile gerade halte, erstmal wieder gerade. Dann mache ich meistens so einen Schwung. Ja, wie soll man sagen? Wie so eine Wippe mache ich dann immer. Damit hole ich ihn mir schon mal so ein bisschen hoch. Gleicht in der Mandelform schon mal ein bisschen an. Und dann brauche ich eigentlich nur noch hier vorne rumfeilen etwas. Natürlich nicht komplett rund, damit ich meine alte Form wieder reinkriege. Ich weiß, es ist alles eine Übungssache und jetzt seht ihr, dass die Basislinie gerade ist. Seht ihr das? Ich hoffe. Ne, also vorher kippte er etwas nach unten weg und jetzt habe ich praktisch hier wieder eine gerade Basislinie und auch gerade Seitenlinie. Nochmal die andere Hand her. Ist das von der Länge her? Nun packt die doch nicht immer wieder weg. So. Ne? Hier kann ich noch mal so ein bisschen Leitspitze magst du ja immer ganz gerne. Aber von der Länge her ist das okay. Ja, Angies Nägel kenne ich. Die könnte ich glaube ich im Traum machen. Dafür mache ich viel zu lange. Ja. Deswegen, ich weiß eigentlich, welche Länge sie genau trägt und deswegen passt das bei mir natürlich auch. Ne? Der hier ist ein ganz kleinen Ticken kleiner wie der,
Auch das sind die kleinen Unterschiede bei den Fingern. Auch wenn sie nicht jeder Finger auf der einen Hand ist genauso wie auf der anderen Hand. Ne? Und das natürlich gerade hin, es gelingt mir auch nicht immer hundertprozentig, aber wie gesagt, Angie hat sowieso immer Traumnägel in meinen Augen. Darf sich das jetzt? Ich wollte gerade sagen, siehst du nicht, wie ich wachse? Ich bin jetzt von 1,58 schon auf 1,60 gewachsen. Und sonst bist du nicht seit Anfang an mein Modell, ne? Ne, das stimmt wohl. Modellhände zu finden ist unwahrscheinlich schwer. Du hast wirklich richtig schöne Nägel. So, und jetzt gehe ich noch mal kurz gucken, ob ich noch irgendwo kleine Mini-Liftings sehe. Die solltet ihr definitiv immer entfernen. Dass ein bisschen Material drauf bleibt und so, das ist ja völlig normal, außer ihr holt wirklich alles runter. Aber ansonsten. Will ich Liftings. Und wenn es wirklich nur 0, was weiß ich, wie viele Millimeter sind, will ich nicht haben. Kleine weiße Ränderchen sieht man dann und. Das ist aber in Ordnung. So. Das mache ich, also unten einmal längs gehen, das mache ich immer, wenn ich das neue Material oben drauf habe, weil der Nagel dann in sich schon fester ist. Das mache ich immer lieber, als wenn ich jetzt unten nur noch den Naturnagel habe, sag ich mal, je nachdem natürlich, wie viel man runtergeholt hat. Ne? So, das haben wir. Jetzt mache ich mal eben ganz kurz sauber. Angie kann ihren Kaffee austrinken und dann sind wir gleich wieder da, meine Lieben. So, meine Süßen, da sind wir wieder. So, dann mache ich jetzt einmal Haftgel drauf. Hier geblieben. Wundert euch nicht über meinen Zeigefinger, den habe ich abgenommen. Na, jetzt wollen sie aber auch wissen, warum. Weil Claudia Dosenöffner gespielt hat. Hm. Und die Clique-Tipps meinten, das war jetzt keine gute Idee. Und dann hob sich das hinten so ein bisschen, soll es ja dann auch. Wobei ich ja immer predige, einmal in die Lampe, dass man damit nicht Dosenöffner spielen muss. Aber ich glaube, die meisten wissen, wovon ich spreche, weil man in dem Moment manchmal nicht darüber nachdenkt, was man tut. Das hatte ich dann hinterher auch und ich bin noch nicht dazu gekommen, mir den neu zu machen. Das werde ich aber noch tun.
So, den bitte auch einmal rein. Sehr schön. So, da füllen wir mal eben auf. So, falls sich einer fragt, was ich eben für ein Haftgel benutzt habe, das benutze ich nicht oft, aber ich will jetzt mal, dass das alles ist. Das werde ich mir auch auf jeden Fall nochmal, weil das ist auch sehr gut. Das ist von Nail Up Shop 24. Ich zeige euch das gleich nochmal. Ich muss das mal eben kurz angucken hier. Ohne Brille komme ich ja nicht weit, ne? So. So, mal ein bisschen abwechseln. Dann kannst du den schon mal reinpacken. Und zwar nennt sich das UV Gelish Bond von Nail Up Shop 24 von Lydia Funk. Ich habe von dem Shop auch einiges, das habe ich euch aber dann schon gezeigt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt hatte. Aber das kann ich auch als Haftgel, sag ich mal, wirklich empfehlen. Ansonsten benutze ich das ja von Tailored Nails. Es ist auch sehr gut. Und als UV-Gel benutze ich jetzt wieder das von CBC, das Schablonengel, Rosé, da bin ich auch schon nachgefragt worden. Also ich finde, es gibt es auch noch in klar, aber ich benutze komischerweise, warum, ich weiß nicht, eigentlich kann da kein Unterschied bestehen, aber ich benutze das Rosé noch am allerliebsten. Kleinen Tacken mehr hier vorne. Nicht viel, aber oh. Ja, jetzt macht er das, was er soll. Ich bin hier schon wieder aus dem Bild. Ich meine, Angie zieht mich schon wieder rüber hier. Wenn ich an der Arbeiten bin, dann habe ich leicht den Hang dazu zu verschwinden. So, einmal da rein. Bitte. Klar, weil ich ja normalerweise die Kamera gar nicht dabei habe und wenn ich in meinem Arbeitstörn drinne bin, muss Angie immer auf mich aufpassen. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin, ne? Kriegen wir hin. Hier falle ich nachher nochmal nach. Da habe ich noch eine kleine Ecke gesehen. Aber
nicht viel, aber. So, dann den gleich mal mit. Wie gesagt, bei dem Gel braucht ihr eigentlich auch nicht viel machen, weil sich das. Jetzt wollen wir mal gucken, dass ich hier. Weil der Rest zieht sich eigentlich immer selber glatt, also völlig selbstständig. Klar muss man natürlich aufpassen, dass man. Weil nach vorne, sag ich mal, braucht man es nachher einfach nur noch sanft auslaufen lassen. Ja, gut, die beiden rein. Oh weia, sie krempelt die Ärmel hoch. Ich krempel sie. Oh weia, sagt sie. Ja. Nehmt euch beim Modellieren, gerade mit Gel, ruhig ein bisschen Zeit. Je weniger braucht ihr nachher feilen. Auch wenn man im ersten Moment das Gefühl hat, dass es ein bisschen länger dauert. Es ist aber in Wirklichkeit gar nicht so. Sondern eigentlich erspart man sich dadurch Zeit. So dass man vielleicht nachher nur noch mal so eine kleine Ecke oder noch mal überbuffert. Okay, teilweise, wenn sie gut gelungen sind, kann man sie sogar direkt lackieren. Die Schwitzschicht ist ja dann noch drauf. Obwohl ich das in den meisten Fällen eigentlich ganz gerne mache, wenn ich, dass ich sie trotzdem nochmal also abcleane und dann nochmal überbuffere. Dann manchmal sieht man dann doch noch so kleine Huppels. Jetzt wird gerade etwas abgeholt, meine Süßen, und ich bin gleich wieder da. So, meine Schatzis, weiter geht's. Es hat sich eigentlich schon selber dahin gezogen, wo es hin soll. Also eigentlich brauche ich den Tropfen nur noch aufzutragen und der Rest macht das Gel dann alleine. Ne? Das wäre doch geil, oder? Ne, ganz so ist es natürlich jetzt auch nicht, aber passt. So. So, hier lege ich nochmal so ein bisschen was nach. Gerade hier an den Seiten. Den Rest ziehe ich mir nach vorne raus. Was die Neulinge natürlich auch machen könnten, selbst wenn man schon ein Gel hat, was sich wirklich selbstständig glatt zieht, dann setzt ihr euch hier quasi mit dem Gel, was ihr benutzt, schon mal eine Kontaktschicht. Das geht auch. Ne? Also einfach nur mal so rüberstreichen. Setzt euch dann den Tropfen ab. Und verteilt, dann braucht ihr es nämlich wirklich nur noch so längs zu ziehen. Da müsst ihr euch natürlich eure eigene beste Methode, sag ich mal, rausfiltern. Jeder ist da auch ein bisschen anders. Aber so geht es natürlich auch relativ einfach. Wenn die Kontaktschicht von dem Gel schon da ist, habt ihr es natürlich dann noch mal einfacher. So, guck mal, das sieht aber gut aus. So, der mit den, warte mal, hat sich da noch ein bisschen was jetzt zurechtgezogen, weil ich.
Es ist zwar wirklich relativ standfest, sag ich jetzt mal, es läuft einen eigentlich nicht in die Ränder, aber dadurch, dass sie natürlich nach vorne gekippt sind, kann das sich natürlich dann manchmal der Tropfen vorne ein bisschen sammeln, weil das natürlich runterfließt. Das muss ich hier nochmal eben ganz klein wenig korrigieren. So. Und dann darf sich das nochmal setzen hier. Hinten läuft das aber schön aus. So, und dann darf Angie mal rein in die Lamp. So, dann gib mir nochmal die her. Ne, den hatten wir schon, ne? So. Also wie gesagt, Kontaktschicht drauf und dann den Rest erledigt das Gel eigentlich auch schon quasi von sich an. Die nehmt natürlich auch nicht zu viel, die Nägel sollen ja auch nicht zu dick werden. Meistens füllt man ja sowieso auch nur im hinteren Bereich auf und zieht den Rest quasi nach vorne. Und dann braucht ihr das Gel auch wirklich nur noch streicheln. Also ihr braucht da nicht drin rumzumatschen. Außer ihr müsst euch nochmal das eine oder andere zurechtziehen. Aber hier muss nochmal so ein Stückchen was darüber. Weil der neigt immer leicht zur Kralle hier. Ja, ich bin aus dem Bild, ich weiß. Aber ich muss das mal eben. Ich muss mal hier so ein bisschen hochgucken. So, einmal rein. Dann müssen wir noch das Däumeli machen. Auch hier ziehe ich mir erstmal eine Kontaktschicht rüber, um euch das nochmal zu zeigen. Einfach nur, als wenn ihr normal einfach mal lackieren würdet, aber jetzt ohne Druck. Na, so. Und dann setze ich mir noch einen ganz kleinen Tropfen ins hintere Drittel. So. Müssen wir ein bisschen weiter hier rüber. Also Angie arbeitet schon immer mit mir, dass ich hier rüber gehe. Ja, ist doof, wenn man das so nur am oberen Bild ja sieht. Wenn ich immer meinem Arbeitseifer hier bin, dann. So, dann gibt man ihnen ganz klein bisschen Zeit, einen kleinen Moment, guckt sich das von der Seite nochmal an, von allen Seiten natürlich, von vorne, ne? Also nehmt euch lieber dafür ein bisschen mehr Zeit, umso weniger Arbeit habt ihr dann hinterher. So, dann kann die auch rein. Und dann brauchen wir hier, glaube ich, sowieso nur noch den Daumen.
Und dann kannst du mit dem auch rein. So, und dann haben wir schon mal aufgefüllt. Dann sind wir damit schon mal fertig. Sehr schön. So, einmal Händchen her. Abcleanern. Wunderbar. Also das Spiegelbild sieht so schon wirklich gut aus. Gefällt mir. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen meine anderen Ziletten genommen. Das sind zwar nicht meine Lieblingsziletten, aber auch die müssen mal weg, ne? Die sind nämlich nicht so fest wie die anderen, aber... Ich muss sie ja schließlich auch mal benutzen, ne? Und deswegen... Die sind auch ein bisschen kleiner wie die anderen, oder? Nö, das jetzt eigentlich nicht, aber sie reißen ein bisschen. Das ist ein nicht so gute Ziletten, drücken wir es mal so aus. Aber auch die muss ich ja irgendwann mal verarbeiten. Deswegen habe ich mir die jetzt auserkoren. Die Rolle wird jetzt verbraten. So, so, und dann gehe ich jetzt noch einmal an den Seitenlinien längs. Zur Sicherheit. Buffer mir die einmal über, obwohl ich das jetzt am Spiegelbild schon sehe, dass es sehr gut geworden ist. Nach vorne streiche ich dann quasi auch immer noch mal ab. Mache ich jetzt einmal grob fertig. Machen wir natürlich gleich noch mal eine Kontrolle. Und dann sehe ich hier, ja, und dann fragt man höchstens nochmal danach und man sagt, oh, da hat sich jetzt unten ein bisschen Gel rumgesetzt. Dann gucke ich mir die Nägel nochmal ganz genau an, damit ich nicht so ruppel, wie es mir beim letzten Mal passiert ist. Das hat Angie aber jetzt auch später erst gemerkt. Also die Kontrolle des Nagels ist schon sehr wichtig. Wenn ihr da nochmal auf Nummer sicher gehen wollt, dass ihr eine schöne glatte Oberfläche habt. Also wie gesagt, normalerweise ist es mit diesem Gel überhaupt kein Problem. Hier hatte ich ja vorhin schon gesehen, da wollte ich nochmal nachfeilen. Das war aber jetzt nur der Übergang. Und
Ich hatte euch ja letztes Mal diese Eckenzange gezeigt. Und da kann man natürlich, falls sich da ein bisschen Material festgesetzt hat, kann man auch damit quasi einmal nochmal drumherum gehen. Kontrolle machen. Jo. Das sieht aber dieses Mal gut aus. So, die andere Hand. So, auf der Seite natürlich das gleiche Spielchen. Und wenn ihr praktisch hinten nochmal auf Nummer sicher gehen wolltet, jetzt praktisch wegen dem Rand, könnt ihr hier auch nochmal mit einer kleinen Kugel übergehen. Ich habe da hier noch die Kugel drauf. Das heißt, dann nehme ich mir nochmal, wenn er mal an sein sollte, nochmal die Kugelbit und gehe hinten nochmal einfach an der Nagelhaut längs. Und dann kann man selbst da nochmal so kleine Unebenheiten ausgleichen. Also auch noch einfach mal längs gehen. Und die andere Hand noch mal her. In dem Step könnt ihr euch dann vor dem Lackieren auch das hier noch mal ein bisschen nach hinten ziehen hier. Besser könnt ihr nachher auch am Rand eben auch arbeiten. Ja, aber ich will mir die noch mal ein bisschen mit nach hinten ziehen.
So. Dann haben wir das fertig. Nochmal hier noch so eine kleine Mini-Ecke. Die Unterkanten, sag ich mal, auch nicht so scharf sind, sondern ein bisschen weich sind. Kann ich nochmal im Wiegeschritt unten auch nochmal längs gehen. So. Natürlich nicht mit viel Druck, sondern nur um jetzt so Mini-Kanten. Das heißt, ich habe ja hier eine 180 Grit-Pfeile. Ihr könnt auch mit dem Buffer unten längs gehen, also auch das ist nicht das Problem. So, und dann können wir im Grunde genommen jetzt lackieren. Und zwar haben wir uns ausgesucht, einmal die Farbe, die ist von Fingerspitzengefühl von Nicole Weiß. Die habe ich auch schon länger, die Farbe, und zwar das Neon Lila. Eine super tolle Farbe. Sie wollte schon ein bisschen was Helleres haben, aber auch noch nicht zu hell. Wir haben ja auch noch, ich habe ja noch hellere Lila-Töne da. Aber die haben wir für gut befunden. Und wir werden einen Schmucknagel machen, und zwar mit Folie. Aber jetzt trage ich praktisch erstmal die Farbe auf allen Fingern auf. Und ob dann noch Verfeinerungen notwendig sind, werden wir ja dann sehen. So. Also, man kann auch noch mal zur Sicherheit, das ist überhaupt nicht das Problem, wenn ihr da noch mal auch die restlichen Staubreste noch mal beseitigen würdet, geht ihr praktisch noch mal in eine Richtung, also nicht so schrubbeln, sondern einfach noch mal über den Nagel rüber und zieht noch mal die Ecken noch mal mit dem Cleaner nach. Dann seht ihr auch das Ergebnis, ob die gut geworden sind oder ob doch noch kleine Dellen oder so drin sind. Also das ist jetzt mit dem Cleaner, den man natürlich im Moment verfliegen lassen muss, überhaupt kein Thema. So, dann beginnen wir jetzt mal mit dem Kleinen hier. Und ihr seht ja, wie schön sich die Farbe jetzt auch auftragen lässt. Ja, jetzt geht's los. Jetzt kriege ich Sprachprobleme hier. Sollte ich mich. Wir hatten ja doch erst 8 Eierlikör. 8? Wegen der Pause vorhin oder was? Kleiner Scherz. So. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Eierlikör da. Muss gucken, ob ich ein Eierlikör-Ei vielleicht finde. Ich dachte, passt zu Ostern, Eierlikör. Ach so. Ja, Ostern hatten wir ja, jetzt ist er auch schon wieder vorbei, weißt du? Ja eben, aber die Restbestände müssen ja weg. Ach so? Ja, da muss ich glaube ich nochmal bei dir dann vorbeikommen, wenn du Eierlikör da hast. Nee, leider nicht. Ach, schmeiß das aber hier in den Raum, weißt du? Ja, einfach so, klang gut. So, dann mache ich jetzt erstmal eine Schicht drauf. Wenn die Ränder nämlich gut gearbeitet sind, das heißt von der Naturnagelvorbereitung, kann ich nämlich wunderbar hier die Ecken längs gehen und das Farbgel sauber auftragen. Damit Angie heute wieder glücklich und zufrieden nach Hause gehen kann. So. Nicht wackeln, Angie. Und ich weiß, mir gelingt es auch nicht immer zu 100%, aber wenn man mal so gute Tage hat, ne? Die meisten werden wissen, wovon ich spreche. Man ist nicht jeden Tag gleich gut drauf, man macht nicht jeden Tag gleich gute Nägel, auch wenn man sich natürlich immer bemüht, das ist natürlich klar, aber das wird nicht immer funktionieren. Jetzt habe ich hier ein bisschen fusselig drin, das sehe ich das schon von. Sehr tolle Farbe. Die ist echt sehr, sehr schön.
wie gesagt, und dann kann man nämlich auch problemlos am Nagel längs gehen. Auch bis in den Rand rein, schiebt sich die Haut hier ein bisschen beiseite. Dann kann man nämlich auch hier oben schön in den Rand arbeiten, außer wenn Claudia wieder anfängt zu kleckern. Ja, das aber ist aber normal. Zu diesem Thema muss ich jetzt mich nicht weiter mehr ausführen. Klar, ne? Deswegen sollte man beim Lackieren nicht so viel quatschen, sondern sich konzentrieren. Bei der Farbe braucht man eigentlich auch nicht mehr viel Glitzer, weil die hat in sich schon so viel Strahlkraft, finde ich, ne? Dass man da nicht noch wieder viel Glitzer braucht. Also, obwohl Angie da ja total drauf steht. So einmal in die Lampe. Ja. Ja, sagt sie. Kann ich nicht leugnen. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Glamour in dein Leben bringen können heute. Ich glaube schon. Ich glaube schon, ne? Mhm. Das haben wir bis jetzt immer geschafft, ne? Sie. Siehst du? Und genau da sehe ich jetzt das, was ich eben nämlich übersehen habe. Da ist nämlich eine kleine Ecke. Das ist aber auch wirklich auf den ersten Blick. Aber jetzt sehe ich sie. Ganz kleiner Tropfen, der sich hier in die Seite verabschiedet hatte. Aber das wollen wir mal eben beheben hier. Super. Dafür ist diese Eckenzange natürlich, hätte ich ja nicht gedacht, optimalski geeignet. So. Schon bin ich glücklich. Siehst du? Wenn Claudia glücklich ist, ist das immer gut, ne? Das ist richtig. Das unterschreibe ich genauso. So, versuche ich jetzt mal. Da muss ich, bei dem muss ich mal ein bisschen kaschieren, weil der auf dieser Seite hier ein sehr ausladendes Nagelbett hat. Und das würde dann schon in sich krumm aussehen. Deswegen versuche ich mal eben, dass ich das mit dem Nagellack oder mit dem Gel etwas ausgleichen kann. Ich könnte euch jetzt ganz dicht ranzoomen und das zeigen, aber ich habe Angst, dann vermale ich mich erst recht. So ein bisschen kann man es natürlich immer sehen, aber das ist aber auch nur bei dem einen Finger bei ihr. Das können wir immer noch verschmerzen, sage ich.
Wow, Angie, da werden sie dich aber wieder durch. Du bist, ja, ich, die drücken mir schon wieder rüber. Ich liebe dich. Angie, pass immer auf, dass ich im Bild bin. Da drückt sie mich immer rüber. Hat sie ja auch recht. Hat sie ja auch vollkommen recht. Zumindest mal, wenn die Kamera mitläuft, mache ich das. Sonst mache ich das nicht. Vielleicht müssen wir nochmal einen Selbstläufer da einbauen. Das muss ich aber trotzdem mal eben... ein klein wenig... kann ich nämlich nichts sehen hier. Bin hier. So. Zweite Schicht. Da brauchen wir natürlich jetzt nicht mehr sonderlich. Ziehen hier noch einfach nur noch mal die zweite Schicht drüber. Oh, habe ich mir schon. Ich könnte mich, also wenn ich die Farben denn so sehe, ne, könnte ich mir schon wieder eine andere Farbe drauf machen. Scheißkram. Super. Die ist echt sehr, sehr schön. Die sieht aufgetragen noch schöner aus. Ja. Ja, bestimmte Lacke sehen eigentlich auch erst auf den Händen richtig gut aus, je nachdem. Du hast ja nur auch so einen schönen braunen Unterton. Deswegen, naja, du hast wirklich so Modellhände, das ist... Naja, umsonst bist du ja auch mein, nicht mein Modell, ne? Das ist richtig. Das war schon wohlweislich gewählt. So, hinfort mit dir. Wie viel läuft die jetzt? Kannst du rausholen? Ja, das ist eine krasse Farbe, hm? Meine Lieben. Hammer. Die ist echt super schön. Ja, da fühlt man sich sofort mit wohl irgendwie, ne? Hm. Stimmt. Hinfort, ab in the lamp. Also, ob es die noch bei Nicole Weiß, sich noch gibt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das Fingerspitzengefühl Deluxe Gel. Deluxe Neon Lila. Da war mal eine Nummer drauf. Kann ich aber, hinten kann ich nur noch die 43 lesen. Das andere habe ich überschrieben. Bei mir ist es die Nummer 84. Von inzwischen über 300, ne? Dann wisst ihr ja Bescheid. Und das Gel ist immer noch top in Ordnung. Also ich habe es ja auch schon benutzt, das habt ihr ja eben am Titel auch gesehen. Es ist jetzt kein Gel, was jetzt noch nie benutzt wurde. Das hätte mich bei der Farbe auch gewundert. Aber so. So, meine Süßen, jetzt machen wir hier einen Schmucknagel fertig. Dazu mache ich mir jetzt hier Foliengel drauf, und zwar das von Linny. Das muss natürlich, versiegeln tue ich gleich alles zusammen. Erstmal jetzt schön Foliengel, das muss gut aushärten. Das lasse ich gut aushärten.
hier natürlich auch. Ich nehme jetzt nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig. Ne? Das ist ein bisschen. Und meistens reichen bei den Foliengelen 60 Sekunden nicht aus, habe ich festgestellt. Deswegen lasse ich sie immer ein bisschen länger drin. Hier war natürlich jetzt so ein bisschen, weil ich ja nicht versiegelt hatte, von der Farbe noch was drauf. Das lassen wir jetzt mal eben. Und dann hat sie sich ausgesucht. Gehst du jetzt mal auf hier? Das war dieses hier, ne? Ja. Dann mache ich mir gleich mal zwei Schnipselchen fertig. Wir müssen dann mal gucken, ob wir so einen Abklatsch nehmen. Ich glaube, komplett drüber wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte nur, dass es so ein bisschen Krokomäßig angehaucht ist. Schauen wir mal. Und das ist mehr so wie so Schlangenhaut, würde ich sagen, ne? So ja, in der Richtung, ne? Das von Schlange. Genau. Muss ja auch mal sein. Wir müssen ja auch mal was anderes zeigen. Ja. So. Gut. Bin gleich wieder da. So, dann testen wir das jetzt mal. Ich will das aber auch nicht über den kompletten Nagel haben. Obwohl ich jetzt zwar überall aufgetragen habe, aber ich will das eigentlich mal so halb schräge laufen lassen. Ja, genau. Ich will das nämlich nicht über den ganzen Nagel und dann will ich nämlich gleich noch mal mit dem Liner drüber. Noch sieht das nicht so spektakulär aus. So, gebe noch mal den hier. Jetzt mache ich das mal hier so schräge. So, dass es irgendwie so ein bisschen witzig aussieht. Das reicht mir. So, und jetzt nehme ich, pass auf, jetzt nehme ich, damit das ein bisschen zur Geltung kommt, weiß, ne? Weiß. Und einen Feinliner. Kommt da jetzt ein Hauch von der Abgrenzung her. Es klebt Bugs. Ja, habe ich auch gemerkt. Das war wirklich nur so hauchdünn. Also wirklich.
Genau, dass es hier ganz fein reinläuft. Hammer. Haha, rein in die Lampe. Das sieht echt hammer aus. Ja, ich weiß, was ich tue. Ja, das glaube ich dir sofort, das weiß ich. So, und dann... dürfen aber, wie gesagt, nur ganz dünne Striche sein. Selbst wie eine Schlange, sag ich mal. Ich muss mich mal auch erstmal im Kleben hier. Naja, von dem Foliengel, ne? Ja. Und wir müssen ja immer, bei Angie müssen wir immer für ein bisschen Glitzer sorgen. Das Richtige. Nee, das sind so Hues. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich nehme mal. So, gib mir mal den hier bitte. Der passt nämlich hervorragend zur Farbe, wie du mir vielleicht zustimmst. Ja. So, den noch mal einmal nur so kurz rein, so, dass die so ein bisschen wachsen. Auch noch mal ganz kurz rein. Versiegelt ist, damit das nicht so hin und her rutscht, brauche ich jetzt mal eben mein Diamond Clear und gib mir den mal her.
So, einmal in die Lampe. Sowas habe ich auch noch nie gemacht. Ja, mit mir machst du öfter Dinge zum ersten Mal. Ja, dass meine Fantasie dann mit mir durchgeht. Aber deswegen finde ich auch ganz gut. Dann kann ich meine Fantasien mal so ausleben. Ja, das ist auch gut so. Und das ist eben nicht nachgemacht, sondern mal eigen. Ne? So auch nochmal rein. Wobei nachgemacht ist immer relativ, ne? Meistens bringen. Ja, du hast manchmal so Vorschläge und dann wir wandeln sie meistens sowieso immer noch so ein bisschen ab. Ja. Da hast du recht. Das stimmt. Bei dem bin ich jetzt mal echt gespannt. Jetzt oben ist ja jetzt die leichte Erhöhung und ich wollte eigentlich damit erzielen, dass man so einen leichten, wie so einen 3D-Effekt hat, weißt du? So ein gucken. Die Farbe selber sieht echt klasse aus. Backst du? Ja, ich back am linken Ringfinger. Ja, machen wir gleich mal sauber. Ja, kein Problem. Haben sie gleich soweit geschafft. Unsere Experimente hier. Ja gut, Nail Art, in welcher Form auch immer, sag ich mal, muss man natürlich auch immer ein bisschen mehr Zeit anplanen, je nachdem wie aufwendig das ist, ne? Auch wenn man so Ombre-Nägel und so weiter sieht. Ihr müsst da mindestens, je nachdem wie schnell ihr seid, also wenn ihr das auf allen 10 Fingern macht, eine halbe Stunde mehr einplanen. Wirklich, das hängt ein bisschen vom Aufwand her ab. Ne? Also die Nailart, das kann Angie auch bestätigen, das ist jedes Mal, es kommt darauf an, ob es Malerei ist, ob man jetzt nur ein Steinchen drauf macht oder, ja, wenn es ein bisschen zieht, rausnehmen. Der zieht natürlich nochmal an, ne?
Also dass jetzt hier wirklich ein kleiner Höhenunterschied drauf ist, das ist gewollt auf dem Schmucknagel. Aber da sind jetzt keine scharfen Kanten oder irgendwas, so einmal rein. Und weil ich das hier hinten mit dem Clear Diamond nochmal, den Glitzer nochmal quasi für diesen 3D-Effekt, sag ich mal, eingepackt habe. Ne? So, wollen wir mal gucken. Jo. Meine Lieben, dann sind wir ja quasi jetzt auch am Ende. Und die kriegt jetzt gleich nochmal, wenn das ein bisschen abgekühlt ist. Warten wir nochmal eben. So, lassen wir mal eben auskühlen. Dann kriegt sie noch ein klein bisschen Ölpflege. Sieht aber sehr gut aus. Gefällt mir. Mir auch. Na, das will ich doch hoffen. Ja, und ich finde jetzt, wir haben zwar jetzt den Schmucknagel, man sieht auch, wie gesagt, hier auch ein bisschen diese Erhöhung drinne. Ich zoome euch gleich nochmal dicht ran, damit ihr den Effekt nochmal ein bisschen mehr sehen könnt. Mal eben kurz ein bisschen einölen hier. Mit Kokosöl, das liebt sie ja. Oh ja, alles was mit Kokos ist. Jetzt hat das aber gut gemeint. Ja, egal. Gibt's heute mal ein bisschen Öl. Was hast du jetzt da alles reingeschmiert? So. Machen wir sie nochmal. Ja, du darfst mal die Nase voll Kokos nehmen, weißt du? Da, ihr geblieben. Aber es quietscht. Quietschen ist immer gut. So, ich zoome euch noch mal ein bisschen ran. Mal gucken. Ah, dicht zu dicht. So, damit ihr... Ich hoffe, dass die Kamera diesen Effekt... Ich nehme mal meine Neon-Dinger da raus. Den Effekt hoffentlich einigermaßen einfängt hier. Na, also hier ist jetzt das Glitzer ein bisschen eingepackt. Nicht viel, aber auch von der Erhöhung her, sag ich mal, fällt es jetzt nicht so sonderlich auf. Aber so ein ganz klein bisschen, ne? So. Und es ist einfach mal was anderes, finde ich. Angie, was sagst du dazu? Ich bin hellauf begeistert. So, jetzt musst du sie nur noch ein bisschen... Warte mal. So. Ein bisschen... Nicht so spreizen immer, sondern so, dass es ein bisschen natürlich aussieht. Ne? Also ich finde sie auch wieder sehr gelungen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe euch auch. Es hat mir Spaß gemacht mit euch. Mir auch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, meine Lieben. Ciao. Ciao.